Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon Sonne und Mond Wi-Fi Battle. Wir gehen heute mit einem etwas besonderen Team an den Start, denn ich habe mir eine kleine Restriktion beim Teambuilding aufgebürdet. Und zwar nehmen wir heute nur Pokémon mit, die in der 7. Generation von uns noch gar nicht genutzt worden sind. Das Problem ist einfach, dass ich beim Teambuilding in letzter Zeit wirklich sehr oft auf dieselben Pokémon zurückgreife, weil das Meta diese eben extrem pusht. Sowas wie Mantax, Duokles, Amigento, Muruda, alles sehr beliebte Pokémon, aber die haben wir schon zu Genüge gesehen. Deswegen heute mal ein etwas unkonventionelles Team, aber ich habe gemerkt, wenn man die Sets ein wenig gegen das Meta ausrichtet, kann man mit solchen Teams wirklich sehr effektiv sein. Also auch Showdown hat es definitiv funktioniert und vor allen Dingen auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann euch auf jeden Fall ermutigen, das selber mal auszuprobieren. Als Beispiel, ein Pokémon, das momentan das Ayu-Meta sehr stark offensiv dominiert, ist tatsächlich Scaraborn in allen seinen Varianten. Was Scaraborn extrem gut aufhalten kann, ist dieses sehr besondere Lavados-Set, was ich hier mitgebracht habe. Denn ein Luftschnitt wird in jedem Fall ausreichen, um Scaraborn zu besiegen. Vom EV-Verhältnis habe ich das so ausgelegt, dass es auf jeden Fall schneller sein wird als ein frohes Scaraborn. Der Rest ist dann in KP und ein bisschen in die physische Defensive gelegt, um garantiert einen Abschlag auf plus 2 zu überleben, für den Fall, dass der Gegner vorher die Gelegenheit gefunden hat, einmal auf den Schwertern zu gehen. Außerdem kann man dieses Lavados-Set auch sehr gut außerhalb des Scaraborn-Matchups nutzen, um besonders physisch offensive Pokémon so ein bisschen zu bedrängen, denn wir tragen als Item den Beulenhelm, können also Schaden direkt so ein bisschen reflektieren und haben natürlich auch als Fähigkeit hier den Flammenkörper. Ist natürlich nicht so gut wie der von Ramot, also nicht bei 130%, sondern nur bei 30%, aber hier die ein oder andere Verbrennung auf passive Art und Weise rüberzubringen, kann auf jeden Fall spielentscheidend sein. Das nächste recht ungewöhnliche Set an dieser Stelle ist ein komplett spezial offensives Elfhuhn mit dem Phantomium Z als Item, um gegnerische Duoklasse reinzubaiten und dann direkt rauszunehmen. Denn Duoklasse ist momentan gefühlt in 90% aller Teams und wird auch jederzeit in Elfhuhn gut reinwechseln können. Aber wenn wir das hier so ein bisschen predikten, beziehungsweise wir müssen es nicht mehr predikten, wir können einfach einmal auf die Mondgewalt gehen und danach auf die finstere Nacht, nein, ewige Nacht, so heißt der Angriff, und das wird auf jeden Fall das Duoklasse rausnehmen. Außerdem auch ganz praktisch gegen Bronzong, was momentan auch ein bisschen beliebter geworden ist durch die angenehmen Resistenzen und vor allen Dingen durch die Bodenimmunität, aber auch hier wird unser Elfhuhn sehr gut aushelfen können. Das nächste Pokémon im Bunde, was hier so ein bisschen gegen das Meta ankämpfen will, ist Toxicroak, wo ich mich frage, wieso das nicht viel früher entdeckt worden ist, denn momentan neben Duokles, was in 90% aller Teams ist, ist natürlich auch Mantax in 90% aller Teams. Das ist super bulky, super vielseitig, hat sehr gute Angriffe, kann Tarnsteine entfernen, also wie gesagt ein sehr beliebtes Pokémon, aber gegen Toxicroak kann es einfach gar nichts ausrichten. Es kann es nicht toxinisieren, es kann nicht auf das Siedewasser gehen, es kann einfach gar nichts machen, außer sich mit einem Ruhrort ein bisschen hochheilen und auf das Auflockern gehen. Aber das ist im Grunde eine Einladung für Toxicroak, entweder auf den Schwertanz oder auf den Ränkeschmied zu gehen, je nachdem für welches Set man sich entschieden hat. Wir spielen es hier komplett physisch offensiv, einfach nur, weil mir ansonsten physische Angreifer ein bisschen gefehlt haben in diesem Team. Und ja, ein sehr gefährlicher Frosch findet super oft Gelegenheiten für Setup und dann muss der Gegner zusehen, wie er da drumherum spielen kann. Die restlichen drei Pokémon sind mehr oder weniger für den Flavor da, sind natürlich auch für sich sehr starke Pokémon, aber haben relativ wenig Synergie zum Rest des Teams. Hier mal einmal ein Viscogon mit, weil ich nach Pokémon gesucht habe, die die Blattgeißel lernen. Ein Angriff, den ich beim letzten Kampf zum ersten Mal gesehen habe als Animation und super krass gefeiert habe. Deswegen, das wollte ich nochmal miterleben. Und Viscogon ist auf jeden Fall ein sehr starkes und vor allen Dingen vielseitiges Pokémon, das in viele Teams reinpasst. Stahlos ist mit dabei, weil ich definitiv einen Stahltypen mitbringen wollte. Außerdem ein guter Tarnsteinleger. Und das wahrscheinlich ungewöhnlichste Pokémon in diesem Team ist Lepu Mantas. Eigentlich hätte ich an dieser Stelle wieder Mantax mitgenommen, aber dadurch, dass wir es schon so oft gesehen haben, habe ich nach anderen Hazard-Controllern gesucht und Lepu Mantas passt einigermaßen gut in dieses Team. Ich habe relativ wenig Erfahrung mit diesem Pokémon, aber freue mich auf jeden Fall, dieses besser kennenzulernen. Aber auch der Gegner lässt sich nicht lumpen und hat mit einen Bronzong, einen Bundlebee, ein Gardevoir, ein Libeldra, ein Tohaido und, wie soll es anders sein, ein Mantax. Leider kein Scaraborn oder Duokles, sonst hätten wir einfach 100% unserer Gimmick-Taktiken zeigen können, aber ich glaube, ansonsten haben wir auch ein einigermaßen gutes Matchup. Es gibt natürlich einige Problem-Pokémon, wie zum Beispiel das Bronzong, da habe ich nicht die allerbesten Antworten für. Natürlich kann ich mit Lavados guten Schaden anrichten, mit der ewigen Nacht von Elfhund kann ich ebenfalls hier vielleicht einen kleinen Überraschungs
Treffer landen. Ansonsten wäre das auch ein Matchup, wo ich definitiv rauswechseln müsste. Und das könnte den Gegner vielleicht in eine trügerische Sicherheit wiegen. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen den Fokus setzen. Was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass Viscogon hier extrem schlechte Chancen hat, irgendwas groß zu reißen. Denn fast alles im gegnerischen Team kann entweder den Angriffen sehr gut standhalten oder selber zu guten Schaden anrichten, so dass es wirklich schwer sein wird, Wert aus dem Viscogon herauszuziehen. Mit Toxic Fuck habe ich auf jeden Fall immer einen sehr, sehr guten Switch in das gegnerische Mantax. Wird leider nicht zum Sweep kommen, denn mit Bundlebee und Gardevoir, das potenziell hier auch den Wahlschlag trägt, werden wir nicht komplett durchkommen können. Aber auf jeden Fall ein bisschen Druck aufbauen, denn einen wirklich guten Switch hat der Gegner definitiv nicht. Aber ich labere hier schon viel zu lange rum. Ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon Wi-Fi Battle zu sehen. Und genau das solltet ihr bekommen. Deswegen viel Spaß dabei! So, das Match geht los und wir leaden an dieser Stelle erstmal nur unseren Viscogon, denn das wird gegen das gegnerische Team nicht allzu viele gute Matchups haben. Das heißt, es wird allgemein schwer sein, aus dem Drachen viel Mehrwert rauszuholen und so können wir vielleicht ein bisschen scouten und etwas Chip-Damage einrechnen für den Fall, dass das Matchup einigermaßen tragbar ist, aber gegen Bronzong können wir leider nicht allzu viel ausrichten. Ich bin extra drin geblieben und wollte mal nachprüfen, ob das gegnerische Bronzong auch wirklich die Schwebe als Fähigkeit hat und nicht vielleicht den Hitzeschutz. Er hat natürlich ein sehr ausbalanciertes Team, das heißt, er hat zwei Bodenimmunitäten und dazu auch noch zwei Pokémon, die Feuerattacken resistieren können. Natürlich, Tohaido ist nicht das bulkigste Pokémon der Welt, aber ich wollte es einfach mal riskiert haben und so kann ich hundertprozentig sicher sein, dass dieses Bronzong die Fähigkeit Schwebe hat. Er kriegt hier safe die Tarnsteine raus, ist aber kein großes Problem. Darauf können wir noch einigermaßen gut reagieren mit einem Switchen in unser Stalos. Lepomentas hätte sich vielleicht auch angeboten. Das Problem ist, ich kann es natürlich reinwechseln, dann auf den Turbodreher gehen, um die Tarnsteine zu entfernen, aber ich habe mir schon gedacht, dass der Gegner hier auf das Toxin gehen wird und sobald unser Pokémon schwer vergiftet ist, kann der Gegner das mehr oder weniger ausdauern, sodass wir im Grunde auch nichts gewonnen haben. So kriege ich immerhin mit Stalos meine eigenen Tarnsteine raus und bringe den Gegner ein wenig in Zugzwang, da er gegen Stalos höchstwahrscheinlich nicht allzu viel ausrichten kann. Dieser entschließt sich an dieser Stelle erstmal seinen Mantax reinzuwechseln, was ich großartig finde, denn das ist immer eine schöne Einladung für unser Toxic Fuck reinzukommen, denn das wird durch die Fähigkeit Trockenheit und das Typing alles abfangen können, was ein normales Mantax-Set einen so anbieten kann und von dort aus ziemlich viel Druck aufbauen, denn der Gegner hat nicht wirklich viele gute Switch-ins, die er hier riskieren kann. Auf den Schwerttanz wollte ich so früh im Match noch nicht gehen, da viele Pokémon des Gegners immer noch komplett fit sind und die werde ich nicht one-hitten können mit meiner Priorität. Insofern gehe ich hier safe auf den Mülltreffer. Freue mich natürlich auch sehr, dass ich ihn treffe und wir machen solide 50% gegen Libellra, obwohl der Treffer resistiert. Also hier sehr große Power in unserem Frosch. Dass das einen weiteren Mülltreffer kann der Gegner hier nicht überleben. Wird leider schneller sein als wir und ein Erdbeben könnte potenziell schon ausreichen, um uns rauszunehmen. Das müssen wir nicht riskieren. Wir wechseln sofort in unser Lavados raus, denn das ist hier der prädestinierte Switch-In für physische Angreifer. Wir tragen den Beulenhelm und haben dazu auch noch die Fähigkeit Flammkörper. Das ist immer eine Möglichkeit, den Gegner passiv zu verbrennen für den Fall, dass er uns angreift. Aber an dieser Stelle gab es tatsächlich eine Nullrunde. Der Gegner ist safe geblieben und ist auf das Erdbeben gegangen und wechselt dann direkt in der nachfolgenden Runde in sein Mantax raus, was ich großartig finde, denn wir sind hier auf das Toxin gegangen und ein super bulkiges Pokémon wie Mantax toxinisiert zu haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Da der Gegner wieder Mantax aufs Feld geholt hat, reagieren wir sofort mit unserem Toxic Fuck. Wir wiederholen im Grunde die letzten Runden, dachte ich mir eigentlich. Aber der Gegner hat das hier sehr clever gemacht, sofort einen Double Switch riskiert zurück in sein Libeldra und ist mir dadurch sozusagen einen Zug voraus. Und jetzt wird spannend, denn wir machen genau dieselbe Aktion wie beim letzten Mal gegen das Libeldra und wechseln unser Lavados rein. Die große Frage wird nur sein, wie der Gegner darauf reagiert, ob er nochmal auf das Erdbeben probiert zu gehen oder mal was Neues ausprobiert. Und genau das macht er, und zwar geht er auf den Drachentanz. Das hätte ich nicht erwartet, denn wir haben ja theoretisch einen Elfhund in der Hinterhand, das natürlich nicht die Zugabe hat, aber das weiß der Gegner nicht. Normalerweise hat man immer Zugabe auf Elfhund und ja, relativ riskant, aber hat sich ja für den Gegner ausgezahlt, macht hier mit dem Wutanfall richtig, richtig großen Schaden. Ich habe mir schon gedacht, dass er hier in die Offensive gehen wird, deswegen bin ich auch direkt auf den Ruhrort gegangen, um mich in eine bessere KP-Range zu bringen. Für den Fall, dass der Gegner hier die Drachenklaue über den Wutanfall gespielt hätte, könnte ich das hier höchstwahrscheinlich ausdollen. Der Schaden wäre dann nicht mehr ganz so hoch gewesen. Boyenham würde immer Recall-Damage machen und jedes Mal, wenn der Gegner uns angreift, haben wir ja die Chance, mit dem Flammenkörper hier die Verbrennung rüberzubringen, sodass das Libeldra im Grunde keine Gefahr mehr darstellen kann. Aber so wie die Situation momentan ist, ist sie auch vollkommen handelbar für uns. Wir können hier unser Stalos reinwechseln, da wir wissen, dass der Gegner in seinen Wutanfall gelockt ist. Vielleicht haben wir Glück und der muss direkt drei Runden damit angreifen, denn ich habe eigentlich vor, hier erstmal die Tarnsteine auszulegen, denn das pressert den Gegner kontinuierlich und ich glaube auch, dass im Zweifelsfall dieser sein Libeldra auch rauswechseln wird, weil es gerade im späteren Verlauf mit dem Drachentanz ziemlich viel Druck aufbauen kann.
Denn ich glaube auch, dass der Gegner sich ganz genau denken kann, dass wir hier die Zugabe nicht im Set haben mit unseren Elfhunden, sonst hätte ich schon 10-mal reinwechseln können, gerade in dieser Situation, als der Wutanfall gekommen ist. Das wäre einfach die beste Gelegenheit gewesen, Elfhunden reinzuwechseln, auf die Zugabe zu klicken, dann wäre Libeldra komplett entschärft gewesen. Aber so muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass ich von dem Drachen später nicht gesweept werde. Vor allen Dingen, was mir auch noch Sorgen bereitet, wir haben bisher kein Item drauf gesehen. Normalerweise spielt man ja den Leben-Mob auf dem Drachentanz-Set, aber wir haben noch nichts optisch gesehen, also keine Überreste. Ein Wahl-Item passt ja auch nicht drauf. Unter Umständen ja die Prunus-Beere, um Statusveränderungen abzulegen, was natürlich gegen das Labrador sehr, sehr hilfreich sein kann. Oder er spielt vielleicht auch ein Z-Item, das kann natürlich auch sein, aber da müssen wir einfach mal schauen, was der Gegner noch von seinem Libeldra so revealed. Mittlerweile haben wir das Matchup Lepumentas gegen das Bronzong und das Lustige ist, dass wir direkt in der Runde, wo wir Lepumentas reingewechselt haben, obwohl vorher unser Stalos drin war, wurden wir toxinisiert. Das habe ich nicht so richtig wahrgenommen. Also ich habe natürlich gesehen, dass wir toxinisiert sind, aber ich wusste nicht, wann der Gegner das gemacht hat, weil ich war hundertprozentig davon überzeugt, dass der Gegner sofort auf die Tarnsteine gegangen ist, weil es einfach gegen mein Team sehr, sehr gut ist. Gerade weil das Lavados eben den Gegner ziemlich gut unter Druck setzen kann. Deswegen ging ich auch davon aus, dass der Gegner die Tarnsteine gelegt hat. Und ich wollte es hier ein bisschen clever machen, habe mich eigentlich gefreut, dass wir toxinisiert sind, weil ich so volle Kontrolle darüber habe, in welcher Runde wir denn untergehen. Und ich wollte das direkt nutzen mit einem Überraschungseffekt, dass ich in der allerletzten Runde dann auf den Turbot reagiere, um safe die Tarnsteine rauszukriegen. Außer Gegner spielt das super clever und geht dann direkt in derselben Runde auf die Tarnsteine. Aber ich glaube, das Risiko, dass ich ihn hier mit einem weiteren Spukball rausnehmen könnte, wäre zu hoch. Deswegen, ja, fühlte ich mich für diesen Bluff eigentlich ziemlich clever, aber dann direkt super dumm. Denn dann habe ich realisiert, hey, die Tarnsteine lagen ja gar nicht aus. Also ein bisschen unaufmerksam gewesen an dieser Stelle. Aber es ist noch vollkommen okay. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich hier untergehen werde und die Tarnsteine vom Feld verschwinden. Und genau das ist ja im Grunde passiert. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass ich hier das Bronzong gleich rausnehmen werden kann mit meinen Elfhunden. Ich kann es vielleicht ein bisschen baiten, weil ich habe ja gesehen, er hat den Stahlangriff mit im Set. Das heißt, vielleicht bleibt er drin und denkt sich, ach, ein Elfhund, was will das schon machen? Von mir aus hier auf die Zugabe gehen, damit ich verhindere, dass er auf die Tarnsteine geht. Aber wir tragen hier das Phantomium-Z, können also genug Schaden machen, um dieses spezialdefensive Bronzong mit einer sehr effektiven Geisterattacke zu besiegen. Und das freut mich ungemein. Das ist nämlich die Garantie, dass der Gegner keinen Tarnstein mehr in diesen Kampf rausholen wird. Und das macht mein Lavados sehr, sehr wertvoll fürs Late-Game dann tatsächlich. Mit Bronzong verliert der Gegner auch die beste Antwort, die er gegen unser Viscogon und vor allen Dingen gegen unser Stalos hatte. Viscogon wird weiterhin Probleme haben, gegen die beiden Feen bestehen zu können, obwohl wir natürlich die Offensivfeste tragen. Das heißt, eine Mondgewalt sollten wir hier an dieser Stelle tanken und dann schön Chip-Damage anrichten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch die Beldra, was hier mit dem Wutanfall auf jeden Fall ein One-Hit-KO landen wird. Aber ohne Bronzong fehlt dem Gegner auf jeden Fall ein safer Switch-In, denn der Schaden wird sich auf jeden Fall sehen lassen von unserem Viscogon. So, hier an dieser Stelle haben wir mal wieder das altbekannte Matchup Toxicfuck gegen das Mantax und ich bin hier wirklich ein bisschen gierig geworden. Ich habe mir gedacht, okay, der Gegner wird vielleicht nicht wechseln wollen, weil hier ein Mülltreffer fast alles im gegnerischen Team rausnehmen wird und das, was ganz knapp überlebt, kann dann später mit einem Tiefschlag gefinisht werden. Deswegen bin ich sofort auf den Schwerttanz gegangen, habe mich dann gewundert, dass der Gegner trotzdem rauswechselt, aber dann gleichzeitig gefreut, dass es tatsächlich ein Gardevoir ist, denn da weiß ich hundertprozentig, dass ein Tiefschlag auf plus 2 ausreicht, um dieses Pokémon zu besiegen. Ich habe extra noch ein bisschen gekalkt, damit ich hier keinen Fehler begehe, denn Toxicfuck ist ja ein ultra wichtiges Pokémon, das mir für den Rest des Kampfes vielleicht den Sieg bescheren wird. Und hier große Trauer, der Gegner überlebt und gar nicht mal so knapp. Ich habe dann die ganze Zeit hin und her gerechnet, wie das denn so auskommen konnte. Und ich habe dann am Ende den Fehler gefunden, der tatsächlich bei mir lag. Und zwar dachte ich die ganze Zeit, und das war auch so geplant, dass ich ein hartes Toxicfuck spiele. Aber hier in diesem Kampf habe ich tatsächlich ein frohes mitgenommen, was dann eben diese Schadensdifferenz ausgemacht hat. Was auch doppelt bitter ist, denn mit einem frohen Wesen wären wir schneller gewesen als Gardevoir. Außer es regt natürlich den Wahrschein. Insofern hätte ich, glaube ich, so oder so lieber auf den Tiefschlag geklickt. Aber naja, da kann man nichts machen. Immerhin guten Schaden gegen das Gardevoir drauf bekommen. Das heißt, für den Fall, dass wir nochmal die Tarnsteine rausbekommen, wird der Gegner dieses Pokémon nicht mal einsetzen können. Gesweept hätten wir mit Toxicfuck so oder so nicht, weil der Gegner noch ein Bundlebee hat, was hier die Möglichkeit hat, um den Tiefschlag herumzuspielen. Und ich glaube, eine Mondgewalt sollte ausreichen, um Toxicfuck zu besiegen, wenn wir den ein oder anderen Recall vom Leben-Orb genommen hätten. Aber trotzdem bin ich hier sehr traurig, dass der Frosch untergehen musste, gerade weil der Gegner ja immer noch seinen Mantax hat, wo das Toxicfuck einfach so ein guter Switch in jederzeit gewesen wäre. Und das setzt den Gegner einfach mental unter Druck, sodass er sich einfach nicht traut, seinen Rochen reinzuwechseln, beziehungsweise immer ein kleines Risiko fährt und dadurch vielleicht auch den einen oder anderen Fehler macht, aber aktuell mache wohl ich die meisten Fehler hier.
Verloren ist hier aber noch nichts. Wir haben immer noch genügend Optionen, um hier gegen die genische Offensive gut durchzukommen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass das Tohaido hier nicht zu gefährlich wird. Deswegen ist es oberste Priorität, hier unser Stahlloch so fit wie möglich zu halten, denn dass wir durch die immense physische Defensive auch die ein oder andere Wasserattacke tanken können. Wir haben ja auch dazu noch die Option, auf Memento Mori zu gehen mit unseren Elfen. Und insofern, das sollte auf jeden Fall noch zu handeln sein. Was mich ebenfalls sehr erfreut, ist, dass die Chancen weiter steigen, dass wir mit unseren Viscogon in diesem Match tatsächlich ein bisschen was reißen können. Denn wie gesagt, wenn wir Tarnstein rausbekommen, wird das Gardevoir nicht mehr reinwechseln können. Eine Mundgewalt von einem Bundlebee, selbst wenn es auch plus 1 durch das Falterreigen kommt, sollten wir auch tanken durch die Offensivhässe. Und wir haben ja den Eisenschweif, den wir vielleicht treffen können, wenn wir ganz fest daran glauben. Und das wird dann auf jeden Fall auch das Bundlebee rausnehmen können. Die Beldra ist selbstverständlich ein Problem, aber er muss dann auf den Wutanfall gehen, um Viscogon wirklich Schaden anzurichten. Und wir haben ja immer noch Elfhund in der Hinterhand, insofern auch da einen sehr safen Switchen. Also es wird hier noch spannend und ich glaube, Viscogon hat hier wirklich sehr gute Chancen, durch viele der generischen Pokémon durchzukommen, auch wenn wir hier toxinisiert geworden sind, aber das sollte schon passen. Und hier kommen wir direkt zu dem Matchup, das ich gerade angesprochen habe. Das einzige Pokémon, das Viscogon hier gut aufhalten kann, ist tatsächlich das Libeldra, aber ich habe es ja schon erwähnt. Wir haben Elfhuhn und der Gegner muss im Grunde auf den Wutanfall gehen oder er predicted knallhart und geht hier auf den Drachentanz, was er tatsächlich gemacht hat. Aber das sollte ebenfalls okay sein. Wir haben natürlich nicht die Zugabe, was hier perfekt gewesen wäre, aber auf plus 1 sollte ein Erdbeben uns auf jeden Fall nicht rausnehmen. Deswegen können wir es hier riskieren, auf die Mondgewalt zu gehen und somit uns das Memento Mori nochmal aufzusparen. Aber es kommt das Worst Case Szenario, das ich schon irgendwie im Inneren gespürt habe, und zwar ein Z-Angriff. Wir haben ja bisher kein Item gesehen, insofern das hätte man vielleicht ahnen können. Es kommt auch der Z-Feuerangriff, der hundertprozentig ausreicht, um es rauszunehmen. Risiko in Kauf genommen, nicht wirklich lohnenswert für uns, aber der Gegner hat auch die Eier aus Stahl gezeigt und geht einfach, während wir mit unserem Viscogon drin sind, auf den Drachentanz. Ich glaube, jeder Angriff von Viscogon hätte hier das Libeldra besiegen können. Insofern tiefer Respekt für den Gegner, dass er hier das Risiko in Kauf genommen hat, denn so kommt er definitiv wieder zurück ins Match. An dieser Stelle war ich auch extrem glücklich über die Tatsache, dass mein Staudus bisher keinen Schaden fressen musste, denn ansonsten wäre das Libeldra höchstwahrscheinlich durch mein Team durchgegangen. Vielleicht hätte ich Glück gehabt und könnte es verbrennen durch den Flammenkörper von Lavados, aber so können wir auf jeden Fall noch einen Angriff überleben und das Libeldra auch mit einem Rambos rausnehmen. Bedeutet dann zwar auch im Umkehrschluss, dass unser Staudus nichts mehr in diesem Match machen wird, denn es ist langsamer als das gesamte gegnerische Team und wird auch den Attacken nicht standhalten können. Leider kriegen wir dadurch auch keine Talsteine raus, wodurch das Gardevoir potenziell nochmal gefährlich sein kann, für den Fall, dass es hier den Walschall trägt. Ansonsten sind wir ja mit unseren Lavados schneller, was ja auch das Bundlebee ziemlich gut wallen kann. Insofern müssen wir einfach nur irgendwie zusehen, dass wir dieses Tohaido vom Feld wegbekommen. Und was mich extrem freut an dieser Stelle ist, dass der Gegner uns zeigt, dass er ein spezial offensives Tohaido ist. Das heißt, unser Offensivwesten Viscogon wird hier auf jeden Fall ein leichtes Spiel haben. Wir sind natürlich toxinisiert, was ein bisschen ärgerlich ist, da der Gegner potenziell die Möglichkeit hat, hier mit dem Schutzschild zu stallen, um den Schaden weiter zu maximieren. Aber er geht direkt in die Offensive auf den Allstrahl, was hier zwar sehr effektiven Schaden anrichtet, aber durch den speziell defensiven Balk von Viscogon merken wir davon so gut wie gar nichts. Wir gehen hier auf die Blattgeißel mit der schönsten Angriffsanimation, die ich in letzter Zeit gesehen habe, und können damit das Tohaido rausnehmen. Unglaublich wertvoll an dieser Stelle, denn so steigen die Chancen, dass wir mit unseren Lavados gegen die letzten beiden Pokémon des Gegners gut durchkommen. Natürlich vorausgesetzt, dass der Gegner überhaupt unser Viscogon besiegen kann. Der Gegner macht das sehr, sehr clever, geht hier erstmal in sein Bundlebee. Ich habe hier erstmal erwartet, dass der Gegner auf das Falterreigen geht, wird, um das Matchup gegen Viscogon ein bisschen besser zu gestalten, beziehungsweise nach einer Runde und auf plus 1 sollte eine Mondgewalt auf jeden Fall ausreichen, um Viscogon zu besiegen. Er wusste ja nicht, dass wir den Eisenschweif spielen und vor allen Dingen auch an dieser Stelle treffen. Insofern sehr, sehr lucky, muss ich sagen. Wobei ich auch sehr überrascht war, dass die Mondgewalt hier so großen Schaden angerichtet hat, also potenziell das Wahlglas als Item der Wahl für das kleine Bundlebee. So, jetzt kommen wir zum finalen Showdown zwischen unserem Lavados und dem gegnerischen Gardevoir. Es können auch Sachen schief gehen. Alle unsere Angriffe haben eine Chance, daneben zu gehen, was an dieser Stelle wirklich sehr ärgerlich wäre. Zusätzlich dazu könnte der Gegner noch den Walschall tragen, uns outspeeden und dann mit einer Psychokinese vielleicht rausnehmen, auch wenn ich das nicht unbedingt erwarte, da Lavados von der Natur aus doch ziemlich bulky ist. Der Gegner trägt auch auf jeden Fall den Walschall. Wir überleben aber die Psychokinese und können das Gardevoir dann anschließend mit dem Luftschnitt rausnehmen. Ein wundervolles hexfreies Match, was mich extrem freut. Hätten wir mit einem unserer bulkigen Pokémon irgendwie schon mal vorher mehr Schaden kassiert, wäre das wahrscheinlich komplett anders ausgegangen. Stahlos war super wichtig, um das gegnerische Libeldra nochmal handeln zu müssen. Und hier gegen Ende hat ja auch jeder KP gezählt, damit Lavados nochmal durchkommen konnte. Insofern hier sehr, sehr knapp, aber dafür auch sehr, sehr spannend dadurch.
Vor allen Dingen hat es mir gefallen, dass der Gegner an vielen Stellen wirklich hohes Risiko gefahren ist, aber dafür auch viel zurückbekommen hat. Ich hätte gerne ein bisschen mehr von Lavados gezeigt, das hat zwar in diesem Kampf wirklich viel ausgemacht, aber man konnte, glaube ich, die Magie nicht so wirklich gut miterleben mit dem Beulenhelm, mit dem Flammenkörper. Die offensiven Angriffe machen normalerweise auch ziemlich guten Schaden, aber ich bin davon überzeugt, dass wir die Gelegenheit finden werden, Lavados nochmal für ein zukünftiges Team mitzunehmen. Wie immer an dieser Stelle würde ich gerne auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr nochmal die genauen Sets meiner Pokémon-Erfahrt mit Showdown im Portable für den Fall, dass ihr es gerne dort mal selber ausprobieren wollt. Mein Twitter-Link steht da drin, Freundescode und. Deswegen ein Blick lohnt sich da auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.